Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Herr Minister, Sie haben über Steuerentlastungen gesprochen. Der Bundesfinanzminister hat uns in seiner Rede am Dienstag vorgerechnet, dass die gesamtwirtschaftliche Steuerquote deutlich angestiegen ist, und zwar von 21,4% im Jahre 2010 auf dieses Jahr 22,8%. Und dass das Spielraum gibt, eine Senkung der Steuern in der nächsten Legislaturperiode vorzunehmen in der Größenordnung von 15 Milliarden. Es ist aber nicht ganz redlich, wenn Sie sagen, das ist ja eine volle Belastung des Bundeshaushaltes. Sie wissen ganz genau, dass wir diese Entlastungen natürlich mit den Ländern teilen. Das heißt, etwa 8 Milliarden laufen auf die Länder und 7 landen beim Bund. Das ist nun mal die Steuerquotenverteilung zwischen Bund und Ländern. Das müssen wir sehen. Und wenn ich dann den geschätzten Kollegen Hubertus Heil, wir werden da sicherlich gemeinsam bei unserem nächsten Koalitionsgespräch drüber sprechen, höre, der gestern ja gesagt hat, man könnte ja noch in dieser Legislaturperiode etwas machen, da haben Sie da aber noch ein gewisses Abstimmungsproblem in Ihrer Fraktion. Das wollen wir aber jetzt nicht so weit thematisieren, das ist Ihr Problem, nicht unseres. In einem Punkt bin ich voll und ganz mit Ihnen einig, Deutschland geht es gut. Meine Damen und Herren, wann haben wir jemals so positive Zahlen gehabt wie jetzt? Und mir geht es ein Stück weit auf den Geist, dass jetzt die ganze Zeit alles Mögliche schlecht geredet wird. Egal von wem. Wir haben eine Erwerbstätigenzahl, die hat es noch nie in dieser Größenordnung gegeben. Herr Gabel, Sie haben es eben erwähnt, 43,5 Millionen. Aber das Wichtigste ist mir, wir haben de facto keine Jugendarbeitslosigkeit mehr. Im Gegenteil, wir haben viele Regionen in Deutschland, wo nach jungen Leuten als Auszubildende gesucht wird. In meinem Wahlkreis sind 600 Auszubildendenstellen noch nicht besetzt für dieses Jahr. Das zeigt, dass wir zumindest auf diesem Sektor äußerst positive Entwicklungen haben. Da können wir dankbar für sein. Im Gegenteil, wir müssen uns überlegen, wie wir gerade auch unter Umständen aus den Flüchtlingen junge Leute so weit integrieren, dass sie schnellstmöglich in ein Ausbildungsverhältnis hineinkommen. Da sehe ich Chancen, das sollten wir aber auch nutzen. Nur, und darüber muss sich auch jeder in diesem Hohen Hause klar sein, ein Teil dieses Wachstums kommt exogenen Faktoren zugute. Das ist einmal der niedrige Öl- und Gaspreis, das sind die niedrigen Zinsen, das ist natürlich auch der Euro-Dollar-Kurs, der es unserer exportierenden Wirtschaft wesentlich leichter macht, zu exportieren als beispielsweise noch vor 3 Jahren, als 1 Euro 1,35 Dollar waren. Also das hat schon alles Faktoren gegeben, für die wir im Prinzip ja eigentlich nicht so allzu viel können. Und eins muss man auch sagen, die Bewältigung der Flüchtlingskrise führt natürlich auch zu mehr Konsum in Deutschland und davon profitiert der Einzelhandel nicht unerheblich. Meine Damen und Herren, und wir haben gleichzeitig in dieser Legislaturperiode diverse soziale Wohltaten gemacht. Ich sage mal Rente mit 63, Mütterrente und so weiter. Das sind natürlich auch Belastungen, erstens für den Bundeshaushalt, aber auch für die Sozialkassen. Das können wir uns in so einer Boom-Situation wie jetzt leisten. Aber ich warne Unvernünftige, es muss dann auch mal gut sein. Es kann nicht die ganze Zeit so weitergehen, denn wir wissen nicht, ob sich die wirtschaftliche Entwicklung weiter so darstellt, wie das bis jetzt der Fall ist. Meine Damen und Herren, was müssen wir tun? Ein Punkt ist mir ganz besonders wichtig. Das ist ein klares Ja zum Freihandel. Es ist ein klares Ja zum Außenhandel. 40% der Arbeitsplätze in Deutschland hängen direkt oder indirekt am Außenhandel. Und wir sollten das bitte nicht vergessen. Deutschland ist für mich der größte Gewinner einer intensiven Einbindung in den Welthandel. Wir haben einen ganz starken Exportüberschuss, der in all den Jahren immer weiter nach oben gegangen ist. Da sind wir dankbar für. Und auch die G20 haben es am Wochenende ja klar gemacht, dass der Handel und offene Märkte ein absolutes Muss ist. Und deswegen sagt die Union ganz klar Ja zu CETA und TTIP. Das ist für uns ganz klar. CETA ist ein fortschrittliches Abkommen. Wir haben es bei der Anhörung am Montag erlebt. Und in dieser Anhörung kam klar zum Ausdruck, dass es sich um ein sehr sinnvolles Abkommen handelt. Herr Minister, da haben wir ja auch, glaube ich, keine wesentlichen Differenzen.
Die TTIP-Verhandlungspositionen liegen auf dem Tisch. Und es ist wie bei Tarifverhandlungen. Ich habe das Vergnügen 16 Jahre erlebt. Ich habe aber nie den Kollegen von der Gewerkschaft vorher gesagt, welches Ziel ich habe. Also können wir doch nicht erwarten, dass Herr Frohman uns heute schon sagt, was er für Ziele hat. Dann kriegt er die nie. Also wird das immer ein solches Verhandlungsergebnis sein. Das heißt, es sind jetzt fast alle Punkte durchverhandelt. Und am Ende des Tages kommt die berühmte Lach der langen Messer, wo eins gegen das andere ausgetauscht wird und man dann ein vernünftiges Abkommen hinbekommt. Warum sollen wir das, was wir mit den Kanadiern hinbekommen haben, mit den Amerikanern nicht hinbekommen? Meine Damen und Herren, das schadet uns, wenn wir es nicht hinbekommen. Und verehrter Herr Gabriel, ich erwarte von Ihnen als Bundeswirtschaftsminister, dass Sie sich mit aller Kraft für TTIP einsetzen. Ein gutes TTIP ist im Interesse von Deutschland und auch im Interesse der EU. Machen wir uns bitte nichts vor. Jetzt darf ich ein Beispiel aufgreifen. Sie haben einen Kollegen, der heißt, glaube ich, Stegner, der war vor ein paar Tagen am 1.9. im Deutschlandfunk. Und der hat dabei gesagt, die amerikanischen Arbeitnehmer- und Umweltstandards, ich zitiere ihn jetzt, seien so schlecht, dass wenn man das bei uns machen würde, es so sei, als würde man es einfach weggeben an der Garderobe. Das ist nun mal völliger Unsinn. Ich habe Ihnen was mitgebracht, Herr Minister. Ich habe Ihnen die Telefonnummer des Betriebsrates von VW mitgebracht. Ich würde Sie bitten, die mal Herrn Stegner zu geben. Ein Anruf bei VW wird Herrn Stegner mit Sicherheit über die Umweltstandards der Amerikaner aufklären. Meine Damen und Herren, diese Umweltstandards sind deutlich härter als die Umweltstandards, die wir hier haben. Und bitte schön, wer hat denn diesen VW-Skandal aufgedeckt? Waren das unsere Behörden oder waren es die Amerikaner? Und nur eine Zahl dazu. Der Stickstoffmonoxidausstoß eines Dieselfahrzeugs in den USA darf 32 Milligramm betragen. Bei uns sind das 80 Milligramm. Wer hat denn nun die strengeren Umweltstandards? Wer hat denn nun da Standards, die die Wirtschaft richtig fordern? Das ist wahrscheinlich auch der Grund, weswegen VW sich in dieses Desaster hineinbegeben hat. Aber ich empfehle die Diskussion auf dieser Ebene mal. Das müsste ja zwischen Betriebsrat und Herrn Stegner möglich sein. Meine Damen und Herren, der Bundesfinanzminister hat in seiner Rede am Montag noch einen weiteren Punkt gesagt, nämlich hat ganz klar gemacht, dass es sehr eigenartig ist, dass auf der einen Seite permanent gegen TTIP gekämpft wird von allen möglichen Organisationen, die so intransparent sind, wie sie wollen. Aber auf der anderen Seite die Menschen, und ich zitiere ihn jetzt, fast schon glänzende Augen bekommen, wenn sie von einer Freihandelszone von Vladivostok bis Lissabon reden. Herr Minister, da müssen wir auch mal drüber nachdenken, warum das so ist. Da ist ein latent vorhandener Anti-Amerikanismus da. Darüber muss das Hohe Haus mal nachdenken. Wir verdanken den Amerikanern ganz besonders viel. Und ich finde es sehr, sehr übel, wenn auf diese Art ein Freihandelsabkommen mit den Amerikanern diskutiert wird. Meine Damen und Herren, ich habe mich in meinem ganzen beruflichen Leben mit Freihandel beschäftigt. Das hat unserem Land immer nur genutzt. Und dazu nur eine Zahl. Wir haben vor 5 Jahren das Korea-Abkommen abgeschlossen. Und ich habe nicht eine Stimme in diesem Hohen Hause gehört, die sich dagegen aufgerührt hat oder die sich überhaupt gemeldet hat, die überhaupt darüber diskutiert hat. Gar nichts. Es gab einen Verband, der war bei mir gewesen, mit dem bin ich ziemlich schnell fertig geworden. Das war der Verband der deutschen Automobilindustrie, der geglaubt hat, er würde Schaden nehmen, wenn ein solches Abkommen kommt. Im Gegenteil, er hat davon gewaltig profitiert. Und mittlerweile ist unser Export nach Korea um 55% in den 5 Jahren gestiegen. Das zeigt doch, dass der Freihandel und Freihandelsabkommen gerade für uns in Deutschland wichtig sind und vernünftig. Lassen Sie mir ein paar Worte zur EU sagen. Wir müssen die EU stärken, und ich halte das auch für dringend notwendig. Die EU diskutiert aber permanent über Austerität und Austeritätsprogramme. Der heilige Herr Keynes schreitet durch die Hallen. Aber alle diejenigen, die die ganze Zeit darüber diskutieren, haben bei Keynes anscheinend nur die erste Seite gelesen und nicht die zweite Seite, auf der steht, dass in guten Zeiten eingespart werden soll und das, was man zu viel ausgegeben hat, wieder zurückgenommen wird. Ich empfehle die komplette Lektüre. Meine Damen und Herren, gerade die Länder,
Gerade die Länder, die besonders hohe Gesamtverschuldungsquoten in der EU haben, haben auch ein besonders schlechtes Wirtschaftswachstum. Das ist Italien, das ist Griechenland, das ist Belgien, das ist Frankreich. Alle haben ein niedriges Wachstum oder gar keins. Und die wenig verschuldeten Staaten, bei denen sieht das wesentlich besser aus, Estland, Lettland, Litauen, Polen und wir selbst. Das zeigt, dass eine hohe Staatsverschuldung nicht dazu führt, meistens sind ja diese schuldenfinanzierten Programme nichts anderes als eine Seifenblase. Das führt eben nicht dazu, dass das Wachstum stabilisiert wird, im Gegenteil. Und eins muss man den Engländern sagen. Selbstverständlich haben sie das Recht, den Artikel 50 zu ziehen. Aber there ain't no free lunch. Niemand kann glauben, dass er dann die Möglichkeiten und die Dinge, die Europa uns gewährt, auch so behalten kann. Das wird nicht sein. In is in and out is out. Und deswegen müssen wir ganz klar machen, dass zumindest die vier Grundfreiheiten bleiben müssen, wenn jemand in der EU oder mit der EU zusammenarbeiten will. Ich bin dagegen, dass Herr Johnson, dieser Trump-ähnliche neue Außenminister, mit Huspe dann auf einmal kommt und sagt, der Banking-Passport, den werden die Europäer sich nicht trauen zu berühren. Natürlich, wenn England nicht mehr Mitglied der EU ist, dann kann auch der Banking-Passport nicht mehr gewährt werden für Banken, die in England sitzen. Dann müssen die bitte schöne Sitzverlagerung in ein EU-Land machen. Wenn es Ihnen in Frankfurt nicht gefällt, können Sie ja nach Dublin gehen. Aber Sie müssen in diesem Moment einen solchen Firmenwechsel machen. Davon wird das ein oder andere Land in Europa profitieren. Meine Damen und Herren, ich muss zum Schluss kommen, aber ein Satz zur Energiepolitik muss schon noch gesagt werden. Die Energiewende haben wir vorangetrieben. Mittlerweile haben wir 117 Gigawatt installierte Leistung an erneuerbaren Energien. So viel hat es noch nie gegeben. Es reicht natürlich nicht, weil wir dummerweise die berühmten Dunkelflauten haben, Tage, an denen weder Sonne noch Wind da ist. Und dieses, ja gut, da wird ja von den Grünen die ganze Zeit versucht, lieber Herr Kauder, aber Sie waren bis jetzt nicht so erfolgreich damit. Diese Zeiten müssen wir aber abdecken. Deswegen muss es unsere Aufgabe sein, für sichere Leistung zu sorgen. Und das heißt auch, dass wir noch für eine Zeit lang fossile Energien brauchen werden. Ich danke Ihnen. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen erhält nun der Kollege Anton Hofreiter das Wort.